So, und damit herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir wurden in der letzten Folge von einem Steinschwein angegriffen. Aber, mal sehen. Na, mal sehen, wie es hier so weitergeht. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Wäre vielleicht ein bisschen schlau gewesen. Machen wir so. Okay. Ah. Jetzt dürfen wir... die Knuddelmuffs benutzen. Hieß noch Knuddelmuffs, oder? Irgendwie so. Das ist jetzt meiner. Komm. Sehr schön. Ja. Das war jetzt nicht allzu schwer. Wenn man das noch kennt. Und weiß, dass sie sich da... dass sie da festhängen können. Dann ist das kein Problem. So. Dann brauche ich einen neuen. Bitte auch einer, der viel essen möchte. So. Sehr schön. Cool. Bertie Bots Bohnen. Okay, das ist jetzt verschlossen. So, du kommst jetzt mit. Hey! Komm her! Nein? Komm her! Das kann doch nicht wahr sein. Komm her. Ich kann ihn wenigstens wieder so klein schießen. Wie ich diese schönen Gestalten gehasst habe. Sehr gut. Dann betätigen wir erst den Hebel. Und dann gehen wir darüber. Gut, dann hätten wir das Rätsel auch hier erledigt. So, Tür öffnen. Ja, hier speichere ich doch gerne. Hier speichere ich doch gerne. Wird ein bisschen warm. Geben uns hier für Hagrid in Lebensgefahr, aber was will ich alles für Hagrid machen? Warum macht das nicht eigentlich selbst? Gut.
Machen wir es so. Mit einer Analogstick ist es ein bisschen einfacher, mich hier fortzubewegen. Machen wir es so. Aber dann für den Rückweg. So. Nee, nehmen wir, wenn wir wieder zurückgehen. Ha! Incendio! Kann nicht. Ist ein bisschen schnell. Kreisviereck, Kreisviereck, Dreieck. Boah. Ist, ja. Es wird noch schlimm. Ich weiß. Huh. Du hast die Feuersamen gefunden. Da haben wir die Feuersamen. Sehr schön. Trinken wir den Zaubertrank. Und zu weit gesprungen. Natürlich. Natürlich springen wir da zu weit. Ist nicht dein Ernst, wir sind wieder zu weit gesprungen. Okay. Jetzt hat es aber geklappt. So, jetzt bloß nicht zu weit springen. Ich weiß noch, wie übermotiviert Harry manchmal ist. So, alles gut. So. Dann gehen wir wieder zurück. Wir gehen wieder zurück zu Hagrid. Was haben wir hier? Ah ne, hier kamen wir her, ne? Hier kamen wir doch her. Das haben wir hier. Nun gut. So. Nun gut, nun gut. Ja, es lädt wieder. Ich weiß. Ich hoffe, Hagrid ist zufrieden. Das war erstens die Feuersamen haben. Zweitens, dass wir noch leben. Nee, dahin gehen wir nicht. Da waren wir ja schon mal. Gut gemacht, Harry. Hast die Feuersamen gefunden. Jetzt zeige ich dir, wofür ich sie brauche. Ist aber ein Geheimnis. Okay? Komm rein, Harry. Putz dir die Füße ab. Mach ich. Gut, was möchte uns Hagrid zeigen? Willkommen in meinem Zuhause, Harry. Ist zwar klein, aber bestimmt geräumiger als dein Schrank unter der Treppe, ne? Hab das von einem Mann im Eberkopf bekommen. Ist ein Drachenei. Brauch ein paar Feuerkrabben, um es nochmal ordentlich heiß werden zu lassen. Damit es schlüpft, leg sie ins Feuer, Harry. Du
hast es geschafft, Harry. Es schlüpft. Na komm schon, mein Schöner. Ist er nicht wunderhübsch? Werd ihn Norbert nennen. Ist ein norwegischer Stachelbuckel. Harry, bist ein echter Freund. Möcht dir dieses Buch hier geben. Quidditch im Wandel der Zeiten. Sehr gut. Sollte Norbert bald was zu fressen geben. Sehen uns später, Harry. Danke nochmal. Immer wieder gerne, mein Freund. Immer wieder gerne. Apropos Quidditch. Haben wir nicht bald ein Quidditch-Spiel? Na, das Tor ist jetzt offen. Das heißt, dahin können wir jetzt auch gehen. Das machen wir doch dann auch. Dann gehen wir doch dorthin. Hier ist wieder eine Geheimtür. Also. Okay. Das waren einfach nur für die Bohnen. Das ist ganz okay. Folg mir, Harry. Du errätst nie, was ich gefunden habe. Nein, würde ich wirklich nie erraten. Aber nur, weil ich es nicht erraten möchte. Ja, ich gehe einfach mal hier rein. Lassen wir einfach mal Ron alleine. Ah, was haben wir gefunden? Hallo, Harry. Oh Gott. Versuche alle Bertie Bots. Okay. Dann wir wieder diese Aufgabe erledigen. Aua. Aua. Wo ist die letzte Bohne? Schwesend nett. Ich glaube, irgendwo hier hinten in der Ecke. Okay, das ist ein bisschen gemeiner. Jede einzelne Berührung. Nee, diesmal schaffen wir es nicht. Wo ich die letzte ja nicht finde und immer wieder Schaden nehme. Oh nein! Bei ihm! Bei ihm war die letzte, das ist nicht dein Ernst. Nee, schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Oh je, Harry, du hast. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Nick. Wenigstens habe ich noch einen Kopf. Wenigstens habe ich noch einen Kopf. Hallo, Harry. So, zack. Nehme ich erst die Bohnen hier oben. Dann gehe ich hier runter. Ja. Wenigstens liegen sie alle auf einen Haufen. So. Easy! Gut gemacht, Harry. Du hast alle Bertie Botts Bohnen eingesammelt. Dafür bekommst du eine Bildkarte von berühmten Hexen und Zauberern. Sehr schön. Wen haben wir da? Morgane Le Fay. Mittelalter. Gucken wir uns zu einem späteren Zeitpunkt an.
Es lädt. Gut. Ah, der Quidditch-Platz. Dies ist der Eingang zum Quidditch-Platz. Erstklässler wie wir dürfen leider nicht mitspielen. Ich habe gehört, dass sie manchmal eine Ausnahme machen. Allerdings nur, wenn jemand sehr, sehr gut ist. Da kommt Neville. Er sieht ziemlich durcheinander aus. Am besten, du gehst mal zu ihm und fragst nach, was los ist. Malfoy hat meine Erinnerung gestohlen. Er ist über das Schulgelände geflohen. Ich brauche meine Erinnerung, um meine Kröte wiederzufinden. Bitte hilf mir. Komm mit, ich zeige dir, in welche Richtung er gelaufen ist. Okay. Dann dürfen wir jetzt das Erinnerung von Neville zurück ergattern.